Der neue Shop. In 8 Sekunden springen wir rüber. Kurze Info von euch. Ihr könnt gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-Familie. Grüße gehen an alle Einzelnen raus. Und reingehen wir. Was erwartet uns? Ich sag doch, es kommt heute rein. Und wie wir alle erwartet haben, 500 V-Bucks kostet das Ganze. Ist schon nice. Ist ein geiles Emote. Definitiv. Wer ein bisschen Support da lassen will, gerne oben rechts, damit das Emote an sich ein bisschen Hype bekommt. In dem Sinne gucken wir gerade mal weiter, was ist sonst noch so heute Schönes drin. Der Pitstop-Skin. Okay, der sieht nice aus. Ah, so sieht er wirklich nice aus. So ist okay. Ah. So, was haben wir des Weiteren drin? Natürlich das Ganze nochmal in der männlichen Variante. Variante, aber ohne Backbling hat was. So, dazu noch High Octane. Oha. Oha, die habe ich gar nicht gesehen. Die rote Ritterin ist wieder da. Mehr OG geht fast nicht mehr. Oh Gott, da werden einige wieder im Strahl kotzen. Oh mein Gott. Eieiei. Eieieiei. So, was haben wir noch drin? Das Seeker-Paket ist wieder drin. Einmal Seeker selber, einmal Rückenaccessoire, einmal Pickaxe. Und natürlich der Gleiter. Der ist schon episch, der Gleiter. Insgesamt für 2100 V-Bucks. Also, wer ein bisschen zu viele V-Bucks hat, kann ich gerne gönnen. Des Weiteren haben wir auch... Nö. Einmal DJ, wie heißt der? DJ Bob mit passendem Rückenaccessoire. Dann meiner Meinung nach den hässlichsten Skin, den es gibt. Einige Schwitzer oder die Schwitzer werden wollen, bitteschön, gönnt euch. Gerne mit meinem Creator-Code YT-Familieck, damit der Skin wenigstens irgendeine vernünftige Bedeutung hat. Und dann haben wir Eisbrecher mit drin. Dann haben wir Grübeln. Des Weiteren Stierhörner, Pausenvergnügen und natürlich haben wir ja eben schon gesehen, dann sind die ganzen Neon-Skins wieder drin, aber die dürften ja eigentlich jedem bekannt sein. Den hier habe ich sogar. Der ist so verwirrend im Spiel. Also ohne Quatsch, wer den noch nicht gespielt hat, du wirst irgendwann krank davon, wie die ganzen Bewegungen sind. So, den gibt es natürlich in verschiedenen Stilen. Beziehungsweise komplett neuer Skin. Aber ich habe mir halt damals den Skin geholt. Wo war denn der Skin nochmal drin? Habe ich mir den gekauft? Kann mir einer weiterhelfen? Ihr kennt mich besser als ich mich selber. Habe ich mir den Skin damals gekauft oder hat den mir einer geschenkt von euch? Ist es gar nicht mehr. Dann strahlende Messer mit drin. So, haben wir sonst noch. Oh Gott, was geht denn heute ab? Dann haben wir die Leuchtstäbe drin. Also habe ich gleich einige Emotes hochzuladen. Also wer in der Liste ein bisschen rumgucken will, gerne in die Emote-Liste reingehen. Dann Leuchter, Leuchtflug, Disco Party, Disco Fever, auch OG, definitiv. Und Breakdance. Boah, ist aber einiges drin, ey. So, das war's aber schon wieder mit dem Itemshop. Ich gehe ganz schnell gucken, gibt's heute V-Bucks? Können unsere Rette die Weltspieler sich freuen? Nein, heute gibt's nicht einen einzigen V-Buck. Natürlich immer so, wenn der Shop gut ist mit neuen Sachen, dann kackt wieder Rette die Welt ab. Also, der Shop hat's auf jeden Fall in sich. Und wie gesagt, wer mich unterstützen will, gern YT-FamilyEgg. Ich setze mich jetzt nachts um 1 Uhr hin, hau natürlich die Emotes für euch hoch. Würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Einfach die Playlist ein bisschen durchlaufen lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.